einen richtigen Latte Macchiato macht man genau andersrum als einen Cappuccino. Das heißt, wir schäumen zuerst unsere Milch. Und wenn wir die Milch geschäumt haben, schön feinporig, geben wir die in ein Glas. In diesem Glas hat dann die Milch Zeit, sich zu trennen. Das heißt, wir haben unten Milch und oben Schaum. Milch dürfen wir nie über 70 Grad erhitzen, ist ganz wichtig, weil dann die natürliche Struktur des Eiweiß verloren geht. Das heißt, die Milch verliert ihre natürliche Süße. Wenn diese Milch sich absetzt im Glas, dann bereiten wir unseren Espresso zu. Nach einer kurzen Pause geben wir jetzt einfach nur diesen heißen Espresso auf die Milch. Und der Espresso wird durch den Schaum laufen und sich aber oberhalb dieser Milch absetzen, weil er heißer ist. Flüssigkeiten kann man eben schichten durch eine unterschiedliche Dichte. Und das erreicht man durch die unterschiedlichen Temperaturen. Die kühlere Milch unten, den heißeren Espresso obendrauf. Und der läuft durch den Milchschaum und dadurch habe ich diese drei wunderschönen Schichten. Macchiato heißt befleckt oder mit Fleck. Habe ich also ein Espresso Macchiato, habe ich ein Espresso mit einem Fleck Milchschaum. Habe ich eine Latte Macchiato, habe ich Latte, also eine Milch, mit einem Fleck Espresso. Das heißt, dieser Fleck ist ganz typisch beim Latte Macchiato.